Der frühere Nationalstürmer Max Kruse will zurück nach Deutschland. Seinen Vertrag bei Fenerbahçe Istanbul hatte der 32-Jährige wegen ausstehender Gehaltszahlungen gekündigt. Momentan ist Kruse vereinslos. Das Portemonnaie ist nicht mehr so wichtig. Ich glaube, dass ich für fast alle Clubs in der Bundesliga bezahlbar bin, sagte er bei Sky. Eine Rückkehr zu Ex-Verein Werder Bremen will der Stürmer zwar nicht komplett ausschließen, sehr wahrscheinlich sei ein Wechsel an die Weser aber auch nicht. Max Kruse spielte in der Bundesliga außerdem für Freiburg, Wolfsburg und Gladbach. Borussia Dortmund verkauft Rechtsverteidiger Jeremy Toljan an Serie A-Club US Sassuolo. Toljan hatte in der vergangenen Saison bereits in Norditalien gespielt. Nach Sport1-Informationen zieht Sassuolo nun die 5 Millionen Euro teure Kaufoption. Der Abwehrspieler soll einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.